So, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Redstone Freizeitpark. Und ja, ich hatte eigentlich gesagt, ich wollte irgendwas Interessantes zum, ja, zu Halloween machen und so, aber bin ich leider nicht zugekommen. Also seht ihr jetzt hier im Hintergrund eine Timelapse, wie ich die Kirche oder Kathedrale oder wie auch immer man das nennen will, baue. Und zwar seht ihr hier erstmal, ich baue so eine grobe Grundstruktur hier im Hintergrund, gerade aus grüner Wolle einfach. Und ja, das hilft immer ganz gut, einmal so eine Struktur zu haben, an die man sich halten kann. Genau das gleiche, wie ich vorher mit der Stadt gebaut hatte. Dass ich einmal kurz eine Struktur hatte, wie ich sie bauen will. Dann konnte man ein bisschen die Größen abchecken. Und hier seht ihr, ich vergrößere das Ganze nochmal, dass es ein bisschen höher ist. Keine Ahnung, die Teile, die da ganz oben drauf sind, diese ganz kleinen Turmabschnitte, die mache ich dann auch noch weg. Das sieht irgendwie komisch aus, aber... Ja, auf jeden Fall seht ihr jetzt, hier fange ich gerade irgendwo an zu bauen gerade. Erstmal vorne die Front, weil ganz ehrlich, ich muss sagen, das ist das Wichtigste, da müssen wir am meisten Detail reinschmeißen. Und ihr seht da unten an dem Turm, am Fuß, arbeite ich gerade ziemlich, ja, lange an einem Detail, dass man das halt irgendwie da ein bisschen so macht, als wäre da irgendwas in die Wand eingearbeitet und sowas. Hat mich ein bisschen länger gekostet, aber... Hat sich dann am Ende gelohnt. Jetzt habe ich da so eine Art, sieht aus wie so ein Männchen und so. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich am Ende des Videos nochmal kurz einen, einen kleinen Teil, wo ich nochmal rumgehe und euch das alles zeige. Ah ja, und wenn ich ein bisschen out of time bin in meinem Programm hier, Schnittprogramm, läuft das Ganze ein bisschen ruckelig wegen der hohen Geschwindigkeit. Also kann es sein, dass ich ein bisschen off time bin mit irgendwelchen Kommentaren dazu. Ah ja, auf jeden Fall fangen wir halt wie gesagt an mit den Türmen. Kopieren die dann auch gleich irgendwann rüber, wenn wir den fertig haben, weil die Türme sind halt einfach exakt identisch. Und ihr seht auch schon, ich habe da Fenster drin unten, die abgedunkelt sind von innen, weil Plan ist ja, wir wollen da eine Achterbahn reinbauen und die würde ich gerne in diesen Turm klatschen, wenn das irgendwie machbar ist. Aber mal schauen. Wie weit das umsetzbar ist, ja, genau, jetzt wird bei mir kopiert. Ich weiß nicht, ob das bei euch schon lange weg ist, aber ich hoffe mal nicht. Aber auf jeden Fall, ja. Ihr seht schon, alles so ein bisschen nach den Vorgaben, die wir da haben, gehalten. Natürlich auch weiter raus und so und generell viel detailliert und sowas. Also alles recht wichtig. Und ja, an sich, ich finde vor allem das Endprodukt am Ende sieht richtig gut aus im in dieser Stadt noch. Vielleicht ein bisschen zu hoch geworden, aber ist ja auch egal. Das sieht man auf jeden Fall jetzt durch den gesamten Park, wenn es fertig ist. Und so weiter und so fort. Und überall sind eigentlich kleine Details dran. Und ich sollte vielleicht nochmal ganz kurz vorweg sagen, ich habe keinen Plan von alten Kirchen oder sonst was. Ich bin nicht gläubig und sowas. Also hatet mich nicht dafür, wenn ich irgendwas komplett falsch baue oder was keinen Sinn ergibt und so. Ich baue einfach nur, was irgendwie halbwegs so aussieht, als wäre es gut. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe keinen Plan davon. Ich weiß, dass es Kirchen gibt. Ich weiß, dass man da drin irgendwie betet, was weiß ich nicht was. Viel mehr weiß ich nicht. So. Aber ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, lasse ich jetzt erstmal die Timelapse hier durchlaufen. Und ich würde sogar ganz ehrlich sagen, wir machen dieses Video genauso wie das letzte, einfach ein reines Timelapse-Video, wie wir hier die, wie wir hier die Kirche bauen. Und dann sehen wir uns am Ende nochmal wieder, wie wir einen Live-Gameplay-Part haben noch, der halt noch ans Ende geschnitten wird, wo dann nochmal ein bisschen Kommentar drin ist. Also wenn ihr das nicht sehen wollt, skippt auf ungefähr irgendwo bei 9 Minuten wird das sein. Könnte ich jetzt mir so abschätzen, 9 Minuten bis 9 Minuten 30 irgendwo so da in dem Dreh. Also schaut da hinten mal weiter, wenn ihr das ganze Entstehen nicht sehen wollt. Und klar, die Perspektive wechselt auch nochmal von der hier. Also keine Sorge. Und ich würde jetzt mal sagen, bis zum nächsten Mal. Was heißt bis zum nächsten Mal? Ja, danke. Bis nachher oder gleich, wenn wir dann im Live-Gameplay sind. Also, ja, bis gleich.
So, da wären wir wieder. Wir haben es ins Live-Game geschafft jetzt. Und ihr seht schon, hier ist das ja, das prächtige Stück vor uns hier. Ihr seht schon, eigentlich alles recht detailliert ausgearbeitet. Hier, ich kann ja mal ein bisschen näher gehen. Auf ganz naher Basis ist es nicht mehr so detailliert dann, aber es ist halt Minecraft. Du hast halt nicht so super viele Möglichkeiten. Hier ist das, was ich meinte, Kohleblöcke hintergeklatscht und da hast du ein abgedunkeltes Fenster. Und ja, ansonsten können wir ja nochmal rumfliegen und ihr werdet eine Sache feststellen. Hier hinten dieser Turm, seht ihr ja schon, da ist super wenig Detail dran. Hier unten, wenn man von hier von der Seite guckt, sieht man noch ziemlich viel Details. Aber hier hinten, den Turm, der sieht auch noch aus der Ferne. Ich meine, wenn ihr euch mal überlegt, hier werden noch ein paar Häuser hinkommen und sowas. Und da hinten, dann werdet ihr den Turm vielleicht nochmal über die Häuserdächer sehen oder so. Den sieht man von hier aus. So sieht er detailliert aus. Wenn du ranzoomst, vielleicht nicht mehr so ganz, aber er ist, ja, er ist angemessen detailliert. Wenn man dann von hier hinten guckt, ja, es sind glatte Wände, wo nichts wirklich drin ist. Das hier liegt nur daran, weil ich kopiert hatte. Und ja, ansonsten, oder vorher hatte ich das kopiert? Nee, da hatte ich ausprobiert und das habe ich dann einfach gelassen. Aber ja, wie gesagt, hier auf der Seite seht ihr das Gleiche. Bis hinten ist es ein bisschen detaillierter. Und dann hier hinten ist dann wieder glatt einfach. Oder fast glatt. Weil ich meine, hier hinten ist sowieso nichts. Von hier aus siehst du nichts. Oh, und mir ist gerade mal so eben ein Fehler aufgefallen. So ein ganz, ganz kleiner Fehler. Ups. Wieso warst du hier aus Stein? So, obwohl, warte kurz, du musst wieder hin, du musst daran, du musst zum Holz werden, du musst zum Holz werden und ihr beide müsst Holz werden, der muss noch Holz werden und der so. Jetzt passt das Dach wieder. Ja, nee, wie ihr seht, das Ganze ist halt, ja, recht detailliert gewesen, auch an Stellen, wo es nicht detailliert sein musste, weil, ja, keine Ahnung, die Seite vom Turm sieht auch keiner, habe ich aber trotzdem mich dran gesetzt, ein bisschen detailliert. Ah ja, ihr seht schon, die Türme sind alle symmetrisch, ja. Auf jeden Fall alle exakte Kopien voneinander, alle Seiten hier. Ihr seht, wir haben den Abschnitt bis hierhin sozusagen. Und darüber, da ist jedes Mal dieser Holzbogen drin und so. Das könnte man, also das habe ich mir mit dem Hintergedanken offen gelassen, dass man das Ganze hier durch Glas austauschen könnte. Und dann, was weiß ich nicht, hier oben irgendwie einen Freefall-Tower reinbauen oder sonst was. Und ja, von innen seht ihr, ist nichts Besonderes. Und man kann dann nochmal hier lang gehen, hier zwischen diesem Hauptteil in der Mitte. Der andere Turm ist exakt das gleiche von innen, wie ihr seht. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir innen drin rein. Jetzt nochmal zuletzt. Das finde ich jetzt auch eine Sache, obwohl, warte, wir können ja nochmal einen Shader reinklatschen, stimmt. Das geht ja auch nochmal. So, komm ran. Shader ist drinnen. Och Gott, was ist hier passiert? Habe ich den richtigen Shader drin? Hallo, was hast du getan, Shader? So, ich habe es jetzt nicht gefixt gekriegt mit dem Shader. Ich habe wirklich 20 Minuten rumprobiert. Aber es geht nicht, also müssen wir uns mit dem, was wir jetzt haben, hier zufrieden geben. Und zwar, Gott, ey, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Wenn die Sonne hier vorne so steht, das sieht ja richtig geil aus. Seht ihr das? Das hat hier direkt so, die Sonneneinfall geht hier drauf, aber komplett. Ich weiß gar nicht, ob wir hier überhaupt dann noch wirklich Licht reinmachen wollen. In diese Kirche selber. Das weiß ich nicht. Hier vorne fehlt natürlich noch ein bisschen Thematisierung und sowas. Aber ich habe auch schon vorgebaut gehabt. Also ihr kommt hier rein. Und ihr seht auch schon, hier bewegt sich das sogar. Das erinnert mich irgendwie eher an so Sachen aus Tomb Raider und so. Aber ja, hier hätte man dann die Station, die ist schon angedeutet hier. Dann würde man hier einsteigen und was weiß ich nicht, zum Beispiel hier in den Turm reinfahren. Und hier würde das Ding aussortiert oder man würde erstmal hier oben lang fahren. Und was weiß ich nicht, was machen und dann hier in den Turm rein oder so. Müssen wir mal schauen, wie wir das bauen. Das bauen wir dann aber auch erst im nächsten Mal. Also in der nächsten Folge. Hier würde man dann wieder ankommen und rausgeschmissen werden. Und dann kann man hier schön rausgehen. Kann einmal hier an der Seite lang gehen. Und kommt dann hier am Ende wieder raus. Hier, ihr seht schon die Tür. Ich weiß, konnte ich nicht so detailliert machen, aber egal. Hier hat man ja, keine Ahnung, kann man als Bank nutzen, kann man auch irgendwie anders sehen, keine Ahnung. Fand ich interessant, davor zu klatschen.
Und ja, ansonsten würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Trotz diesem komischen Shader-Bug, den ich hier habe gerade. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben da lässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.